Ich habe gesagt, was nicht passt, wird passend gemacht. Da ging es einfach darum, dass man eben der Wahl, wo es dann knapp war mit AfD und CDU, gesagt hat, wir hatten da einen Rechenfehler, wo ich mir die Frage gestellt habe, das heißt, alles, was ihr vorher, ihr habt ja das Rechensystem geändert, dann war das all die Jahre vorher falsch und jetzt besinnt ihr euch auf das. Hättet ihr das auch gemacht, wenn es positiv für die CDU gewesen wäre? Natürlich nicht. Und es geht einfach darum, dass dieser Regierung und diesem Kartell etwas auf keinen Fall recht sein kann, und zwar, dass es zu einem Wechsel kommt. Das wollen die natürlich nicht. Es gibt da schon einen großen Verlierer, was den Ukraine-Krieg angeht. Der erste große Verlierer ist Deutschland. Wir müssen das alles bezahlen. Wir kriegen auch die Flüchtlinge. Der zweite große Verlierer ist natürlich die Ukraine. Gewinnen kann man nicht wirklich sagen, dass die Russen, aber wirtschaftlich geht es denen ganz gut. Sie haben sehr hohen Blutzoll bezahlt. Und der eigentliche große Gewinner ist natürlich BlackRock, weil die mit großen Landgewinnen versuchen, das Land unter sich aufzuteilen. Das weiß man alles, das kann Sarah Wagner auch sagen. Von daher müsste sie eigentlich, wenn sie jetzt mal für die Menschen Politik machen wollte, die sich tatsächlich unterscheidet, pragmatische Politik machen. Dazu tritt sie ja auch auf. Nach dem Motto, okay, diejenigen, die uns das alles eingerührt haben, die wollen das nicht ändern. Da gibt es eine Partei, die ist mir sehr neoliberal, aber in wesentlichen Fragen, und da ist Krieg und Frieden der wesentliche, kann ich mit ihnen sachorientiert zusammenarbeiten. Da gibt es ein paar unappetitliche, ich möchte Herrn Höcker nicht unbedingt treffen und den einen oder anderen vielleicht gar nicht, aber diese Personen sind ja nicht die Partei, aber die wollen Frieden aus ökonomischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, nicht weil sie die Russen jetzt so lieben. Wir fangen erstmal beim Frieden an. Und kaum kommt es dann zu Wahlerfolgen, und viele haben sie deswegen gewählt, weil sie die AfD nicht so stark machen wollten, sondern so, sagt sie, so fährt sie dieselbe Brandmauerpolitik. Das finde ich sehr enttäuschend, weil, das muss man mal klar sagen, wenn immer von Brandmauer die Rede ist, was das eigentlich bedeutet. Und das sagt eigentlich nie jemand, deswegen muss ich es jetzt mal tun. Parteien werden ja nicht nur für ihre Figuren gewählt, sondern vor allem für ihr Parteiprogramm. Weil wir wissen, Menschen kommen und gehen, sondern sie werden auch für ihr Parteiprogramm gewählt. Und wenn eine Partei wie die AfD explizit zum Beispiel sagt, dass sie eine Corona-Aufarbeitung möchte, das ist übrigens die einzige, die das wirklich so möchte, jedenfalls solange sie in der Opposition ist, aber darauf sollte man sie ja festnageln, und dass sie sagt, sie möchte das Bargeld erhalten, sie möchte auch raus aus diesen WHO-Knebelverträgen, sie möchte aus dieser Art von EU heraus, wo man immer sagt, Europa ist die EU, aber Europa ist auch Russland. Wenn sie sagt, Frieden muss im Zentral sein, wir sind ein souveräner Staat, das betrifft nicht nur unsere Außengrenzen, das betrifft auch diejenigen, die hier Kriege organisieren, also amerikanische Hoheitsgebiete vielleicht mal kündigen, dann kann man auch NATO-Partei sein, solange man in den eigenen Grenzen bleibt. Da kann man auch sagen, okay, deutsche Grenzen schützen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Basis eben sagt, und das ist für mich der entscheidende Punkt, wir brauchen direkte Demokratie. So, und ich würde dann eben eine Partei darauf festnageln, alles, was an Entscheidungen ansteht, was mehr als 20% betrifft, muss durch direkte Demokratie entschieden werden. Das könnte man heute alles digital machen. Es gibt ja die Democracy App, das wäre also einfach zu machen. Das betrifft dann das Bargeldverbot, das betrifft dann, ob wir in Kriege gehen, mit die uns nichts angehen. Das betrifft, ob wir eine Corona-Aufarbeitung mit Untersuchungsausschluss wollen, wo auch Handschellen klicken, wo es juristische Folgen hat. Das betrifft, ob wir mit Russland und Ukraine sprechen. Das betrifft auch unsere Staatsräson gegenüber Israel. All diese Themen wären dann da. Und dass sie da aber eben nicht genügend Schnittmengen sieht, sondern er sagt, sie redet mit allen, nur nicht mit der AfD. Dabei sind sehr viele der Wähler auch ehemalige Linke, muss man sagen, ehemalige Grüne, ehemalige CDU und SPD, die enttäuscht sind. Dass sie das gleich sagt und dann eher sagt, okay, dann können sie sich eher mit Dr. BlackRock, also Herrn Merz, zusammentun, obwohl sie ganz genau weiß, dass sie da als Bettvorleger endet, weil sie natürlich da nichts zu sagen hat. Das ist für mich ein totaler Verrat am Wähler, und das unterscheidet sie dann eben nicht, sondern es ist eigentlich wenige Stunden nachdem er die Stimme, ein riesen Bluff. Ich glaube, deswegen mache ich auch ein bisschen Stimmung, weil ich bin echt sauer, weil sie weiß es eigentlich besser, aber ihr Umfeld ist wahrscheinlich eben so aufgestellt worden, das unterstelle ich jetzt mal, um den Wähler dahingehend zum Narren zu halten, dass man später sagen kann, wir sind mit der CDU zusammengegangen, wir sind da überstimmt worden, das überrascht uns total, weil es haben mehr Leute die CDU gewählt, ich sitze da am Katzentisch, weil ich glaube ja, dass der Kurs, den die da fahren, das ist ja eine amerikanische Außenpolitik, dass die noch lange nachgezögert werden muss, damit es eben doch noch richtig kracht in der Ukraine, damit es eben doch noch dazu kommt, dass Deutschland damit involviert wird, damit doch noch Flüchtlingsströme stattfinden, damit doch noch die Grenzen offen sind, damit diese europäische Destabilisierung, amerikanische Vorherrschaft auf der eurasischen Platte weiterhin sichert oder zumindest den BRICS in die Suppe spuckt, und dass sie sich dafür hergibt. Das finde ich schwer enttäuschend, und deswegen habe ich auch gesagt, es ist ja auch dann oben aufgefallen, dass ich jemand, der ja ein überzeugter Nichtwähler war, die all die Jahre gesagt hat, ich würde ja sogar einen Hund wählen, um diese Regierung loszuwerden, und dass ich klare Regierungsempfehlungen ausspreche, wenn Sarah Wagenknecht bis zum 22. In Brandenburg nicht mal rüberkommt, ob das jetzt Taktik ist oder ob sie das eigentlich ernst meint. Wir brauchen in Deutschland einen wirklichen Wechsel und nicht so ein bisschen. Wir brauchen eine wirkliche erste Hilfe und nicht so, der Arm ist zwar halb weg, aber der kriegt eine Blutkonserve. Damit ist uns nicht gedient. Und das ist ja
der Wille des Souveräns. Und wer eine Brandmauer zieht, zieht die gar nicht zur Partei. Er zieht sie auch nicht zu Figuren. Er zieht sie zum Souverän. Und das muss man mal sagen. Sarah Wagenknecht zieht eine Brandmauer zu mehr als 30% des Souveräns gesagt, wir wollen diesen Wechsel. Und das zeigt so ein bisschen, und das ist ein Problem, was die Linken immer schon haben, der Bevölkerung kann man nicht trauen. Das heißt, die glaubt eigentlich nicht an die Demokratie, sondern das ist so ein Kaderdenken, sage ich jetzt einfach mal. Die Menschen sind nicht noch nicht schlau genug. Wir müssen für sie denken, wir müssen für sie Entscheidungen treffen, wir müssen ihnen die politische Wäsche rauslegen, weil die sonst die dummen Sachen machen. So, und diese Haltung teile ich überhaupt nicht, denn wir stehen heute da, weil wir Politik haben, die immer das Gegenteil von dem macht, was die Bevölkerung will, die Kaderpolitik macht, die auch andockbar ist für Lobbyisten. Und ich glaube, dieses Land stünde deutlich besser war, wenn man mal etwas machen würde, wovor die Linken, die Grünen, die CDU, wie sie alle heißen, große Angst haben, das Volk direkt befragen, das Schweizer Modell. Und der Roger Köppel sagt das oft, wenn er eingeladen wird, wo diese Arroganz der politischen Kaste zusammen mit den Eliten und der Presse vollkommen abgekoppelt hat man sich von demjenigen, der einen eigentlich bezahlt, der souverän ist, und tut so ein bisschen so, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber da gibt es ja einen klaren Auftrag. Der Souverän ist und bleibt der Souverän, und wer gegenüber dem Souverän eine Brandmauer zieht, der hat auf dieser Position nichts zu suchen, weil der veruntreut sein Amt, der betrügt eigentlich, und der glaubt nicht daran, dass er als Stellvertreter die vertreten sollte, die ihn gewählt haben, dann soll er da einfach weggehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Sarah Wagenknecht da bis zum 22. noch an Position macht. Ich werde da auf meinen Social-Media-Kanälen Druck machen, weil mir das richtig auf den Sack geht. Herr Kretschmer, der gesagt hat, wenn Trump Frieden macht, wie stehen wir denn jetzt da? Na, ihr steht so da, wie ihr da. Ihr könnt es nicht, ihr dürft es nicht. Aber euch ist derjenige unsympathisch, der für den Frieden ist, weil ihr gelernt habt, dass der ja eben blöd ist. Und diese artvolle Politik kann sich dieses Land nicht mehr leisten, kann sich Europa nicht mehr leisten, auch nicht die Welt. Und die Menschen haben das satt, weil diejenigen, die sich da zurücklehnen, sagen, ist eben so, die sterben ja nicht an diesem Kontinent. Und das ist für mich jetzt eben auch die Schicksalsfrage. Sind wir immer noch in diesem Kaderdenken, dass man mit wem man unappetitlich ist, nicht zusammenarbeiten kann, warum auch immer? Oder aber findet jetzt ein Nachdenken statt? Weil der Auftrag des Wählers ist vollkommen klar. Der denkt nämlich gar nicht in unappetitlich und appetitlich. Der denkt in Lösungen, die nötig sind. So. Und es ist eine Friedenslösung nötig. Es ist ein Umdenken nötig. Es ist nötig, dass Deutschland souveräner wird und auch mal Fluchtursachen nicht mehr ermöglicht durch Rammstein und Co. Das ist nötig und nicht irgendwelches parteipolitisches Kalkül. Weil das ist dann genau das, was man vorher hat. Und wenn eine Sarah Wagenknecht dann eher mit der Partei zusammenarbeitet, die uns das ja alles über Merkel eingetütet hat und den Linken, die sie immer loswerden wollten, wenn das nicht verlogen ist, dann weiß ich auch nicht. Dieses zum Narren halten, das fällt jetzt wirklich dem letzten Typen auf, und da muss man ganz klar sagen, das ist ein derartiger Missbrauch von Stimme, und das ist auch eine derartige Abkehr von das, was links wirklich ist, weil das ist wirklich Verrat an dem, was die Menschen wirklich wollen. Das heißt, der Wähler interessiert überhaupt nicht, dass man das, das hätte man anderen Parteien unterstellt, FDP und wie sie alle heißen, aber dass eine Sarah, das Bündnis Sarah Wagenknecht das macht, das muss mir mal jemand erklären. Und wenn man das nicht erklären kann, dann ist es Zeit, dass wir spätestens jetzt vor der Wahl in Brandenburg diese Mogelpackung einfach zurück ins Regal stellen. So, ich bin gespannt, was da kommt. Und ich kann nochmal sagen, Sarah und Co., das hier, das wird gesehen. Wenn ihr glaubt, ihr könnt bis zum 22. diese Spielchen treiben und es merkt keiner, dann habt ihr irgendwas nicht verstanden. Wir haben mit den alternativen Medien ein großes Propagandaleck. Das heißt, ich muss nicht Lanz angucken oder wo oder Mioska, wie sie alle heißen, damit ich eure Standpunkte in die Gebirne bekomme. Es reicht, wenn die anderen Social-Media-Kanäle das selber publizieren, übernehmen. Millionen Menschen wahlentscheidend werden das sehen, und dann wird es verdammt knapp für euch in Brandenburg. Und das ist doch gut so. Ich habe fertig.